Hallo meine Freunde, da bin ich wieder, euer Senior Gamer. Heute werden wir nach Gostovia gehen und werden unsere Steuern bezahlen. Haben Vertrag und schon wieder ein gebratenes Fischfilet. Gut, alles klar, schön. Wie geht's unterm Kleinen? Die Zeit der Steuern ist gekommen. Mach's gut, ich gehe ja Steuern zahlen. So, jetzt kriegen sie. Ja. Na, weg ist es schön Wetter. Man wird alt. Vielleicht mit Soße. 17 Mal kriegen sie. 3 Mal behalte ich. 11. Oh, das geht doch nicht gut, denke ich mir. Das geht nicht gut. Ich glaube, ich muss ja noch ein bisschen Fleisch braten. Wir haben 18 Mal Fleisch mit Soße, 1, 2, 3 Eintöpfe. Wir haben schon ein gebratenes Fleisch. 9, 18 Mal gebratenes Fleisch. F. Pepieren. Jetzt gehe ich nochmal in der Taverne und brate nochmal 80 Mal Fleisch. Die schreien doch dann, dass sie verhungern, wenn ich unterwegs bin. Halt, wir gucken erstmal, wie spät es ist, damit wir wissen. 7.37 Uhr, alles klar. 80 Mal Fleisch, gleich am frühen Morgen geht das hier los. Alles klar, wir sehen uns gleich wieder. So, die letzten Steaks liegen drauf, alles klar. Wie spät haben wir es? 9.07 Uhr, naja, gut. So, na, dann schauen wir mal. Schaffen wir das Zeug weg und dann mache ich mich auf die Socken und gehe nach Gostovia. Halt doch nicht hier rein. Ins Lebensmittellager muss das ja. So. Und da haben wir jetzt noch. Das gebratene Fischfilet ist ich 80 mal F-E-F. So, gut. Ein gebratenes Fischfilet ist ich. Einmal Fleisch mit Soße. Und das gebratene Fischfilet. Genau, so. Jetzt holen wir uns unsere Taschen, oder habe ich die schon einstecken? Einfach Taschen 70 habe ich einstecken. Und wie viel haben die jetzt hier drinne? Ach, es haben sie wieder 15 drinne, alles klar. Und was haben wir an Leder? Ach, die Stiefel kann ich auch mitnehmen hier. Pelzschuhe haben sie auch gemacht. Halt, wo sind die Pelzschuhe? Selten das jetzt. F. E, F, die Nummer mit. So, Brennholz dürfte jetzt bald wieder steigen, denke ich mir. Dung haben wir 1. Wo kommt denn jetzt der Dung her? Keine Ahnung. Dünger haben wir auch bloß noch 1. Haben die alles schon wieder aufgebraucht? Leder haben wir schon wieder 1050, nämlich nochmal 60. F. Nochmal 20 Taschen.
Dann habe ich 90 Taschen, die ich verkaufen kann. Akzeptieren. Gut. Und dann geht's auch wirklich los nach Kostovia, sonst wird es ja immer später. R-E-F. So, die 20 Taschen, die müsst ihr euch jetzt mit angucken. Das schalten wir nicht weg, das geht schnell. Irgendwie müsste auch noch ein Gebäude kommen, in eine kleine Küche oder sowas. Neben einem Marktstand, dass dort irgendwas gekocht wird, irgendwie. Ich sag mal so, wenn wir Schweine und Viehzeug halten, müsste es ja auch ein Metzger oder sowas geben. Einer, der das Zeug verarbeitet. Du kannst ja bloß eigentlich Schweine züchten. Und dann kannst du verkaufen. Und wenn du die Schweine tot machst, dann kriegst du, ich weiß gar nicht, wie viel Fleisch du da rauskriegst. Also da müsst ihr ja schon mehr rauskriegen wie, also 4 oder 5 Stück. Das ist ja auch, wenn ich auch so ein Wildschwein umnieder und krieg 4-mal Fleisch, naja, es ist irgendwo unrealistisch. So, jetzt haben wir die 20 Taschen, die flitzen wir los, bewaffnen wir uns mit unserem. Habe ich einen Bogen noch dabei oder habe ich den schon wieder irgendwo verspittelt? Den habe ich garantiert schon wieder irgendwo verspittelt. Liegt er hier drinnen? Nee, dann kann er ja eigentlich nur entweder bei mir nee, zu Hause nicht hier im Lebensmittel liegen, dass ich da schon wieder mal rausgepackt habe. Nee, da ist er auch nicht. Wo habe ich denn den hingeräumt? Wo ist mein Bogen? Wer hat meinen Bogen gemaust? Kann er nur bei mir zu Hause sein. Oder ich habe ihn hier in der Kneipe irgendwo. Wo ich den Kohl ja wieder reingepackt habe. Nee, auch nicht. Wo ist denn mein Bogen? Das macht mich jetzt aber fertig. Zu Hause? Sonst war ich ja eigentlich nirgendwo. Nee, da muss mein Rekufbogen. Hä? Das macht mich jetzt aber, es ist jetzt irgendwo komisch. Ich hab ihn doch auch nirgendwo hingeschmissen. Das ist jetzt aber eigenartig, muss ich wirklich sagen. Wie soll denn der Bogen hin sein? Hier habe ich ihn alles hingeschmissen, wo ich Holz abgelegt habe. Da müsste er ja liegen, hier in der. Hier habe ich ihn auch nicht abgelegt. Keine Ahnung, wo jetzt. Wieso kann der Bogen verschwinden? Yeah. Ja, das war's dann. Da ist er weg. In Dings waren wir nicht. In der Fischerhütte waren wir nicht. Höchstens, dass ich. Nee, da wäre er ja auch drin. Das geht ja nicht. Das geht ja nicht. Was ich in einer Kiste im Ressourcenlager habe, ist auch in der anderen Kiste drin. Ich hätte bald gesagt, ich habe mir in die Kiste hineingepackt, aber das geht ja auch nicht. Keine Ahnung, wo der Bogen hin ist. Der ist weg. Das macht mich jetzt wirklich ein bisschen stutzig, wo der Bogen hin ist. Hm. Habe ich ihn hier hinten in die Ecke geschmissen? Ne, hier sind die Holzschälchen von der Suppe. Und hier ist keiner. Hm. Naja gut, kann ich auch nicht mehr ändern. Das ist er weg. Dann muss ich nach Lesnikaliber, muss man einen kaufen. Ja, muss ich nach Lesnikaliber. Ne, hier ist wirklich nichts drin. Hm. Gut, jetzt gehen wir erstmal nach Kostovia. Aber ohne Bogen mache ich mich jetzt hier auf die Socken. Stellt euch das mal vor.
Oder mache ich das? Das mache ich nächsten Tag. Jetzt ist Bogen ist erstmal wichtiger. Jetzt laufe ich erstmal nach Lesnica hinüber. Und ich hoffe, dass mich hier unterwegs keine Wölfe anfallen. Kann man nur eins machen. Flinke Füße, flinke Füße. Waffe ist wichtig. Kann er jetzt ja nicht ohne Bogen durch die Gegend turnen. Geht ja nicht. So, ein Quatsch. Irgendjemand hat mir den Bogen gemaust. Ich glaube, wir sind doch auf der richtigen. Ja, man kennt sogar Stückchen Teil. Wir setzen uns mal einen Wegpunkt. Da sind wir. Da ist nämlich noch nach Gostovia der Wegpunkt. Gott, Lesnica, dann müssen wir genau hier lang. Sind bloß noch 257 Meter. Wir sehen es doch schon. Aber hier müssen wir aufpassen. Hier müssen wir jetzt wirklich mit flinken Füßen durch. Hier unten sind nämlich immer Wölfe. Wenn wir unten am Wasser sind, haben wir gewonnen. Nicht anhalten unterwegs. Okay, wir haben es geschafft. Hier liegt nix. Nee, das war doch die andere. Bei der Brücke, da vorne hat doch immer was gelegen. Das ist die erste Brücke, wenn wir von Denizia kommen. Mal schauen. Da liegt nämlich manchmal auch Angelsperrhose und Zeug rum. Das ist doch, da liegt da was. Ja. Ein paar Stiefel haben wir, eine Hose und ein Angelsperr. Genau, nicht an dieser Brücke dort hinten. Das ist die erste Brücke von Denizia rüber. Alles klar. So, und jetzt suchen wir uns die Griselda. Beziehungsweise wir verkaufen erstmal unsere 90 Taschen. Mal sehen, ob jemand zu viel Geld hat. Da können wir am nächsten Tag zum Unigost. Da muss er noch ein bisschen warten, muss er noch ein bisschen anschreiben lassen an der Kneipe. Ja, Gott, wo ist er? Ja, ja. Der Theobald, wer bist denn du für einer? Zeig mir deine Ware. Guck an! Er hat eine Armbrust, einen Bogen hat er, einen normalen Bogen, ne, den wollen wir nicht. Einen Rekufbogen für 324 hat er auch, guck an. So, wir verkaufen dir erstmal einfache Taschen. F, E, ne, E, oh, so viel hast du gar nicht. F. Doch, ne, 13 Taschen haben wir noch. Haben wir uns schon ausgefleht. So, und jetzt kaufen wir dir erstmal einen Rekufbogen ab. Einen. F. F. Und jetzt verkaufen wir die restlichen Taschen. F. E. F. Zähne kann er uns noch abnehmen. Hat er noch 26. So, was kann ich dir noch? Die Fellstiefel, die ich jetzt gefunden habe, die kann ich ja nicht verkaufen. Kannst du gar nicht bezahlen. Habe ich noch die Pelzhaube auf? Ja, tatsächlich wohl noch die Fellstiefel an. Na klasse, der Frühling ist gleich vorbei und ich renne noch hier rum wie so ein Eskimo. Oh, hier. F, E, F, die 8 hölzernen Schalen verkaufe ich dir. Und den einen Teller. Du hast noch 0,2. Alles klar, habe ich dich ausgefleht. Leb wohl und tschüss. Und die Griselda hat die auch noch was. Ja, Griselda, zeig mir deine Ware. Du kriegst noch die 3 Taschen, die ich noch habe. Da. F, E, F. Alles klar. Danke dir. Und tschüss.
Ja, jetzt habe ich einen neuen Bogen. Jetzt habe ich mich wieder bewaffnet. Das wundert mich, wo der Bogen hin sein soll, ehrlich. Den legen wir auf der 1, genau. Gut. So, jetzt laufen wir nach Hause. Kann man hier noch irgendwo ein Geschäft machen? Der Theobald, was kann man denn bei dem? Ja, zeig mir deine Ware. Hat er irgendwas Interessantes für uns? Ja doch, Rekufbogen, deine Kugeln. Steinmesser, Eisenspeer. 96 will er von Eisenspeer. Da müssen wir uns auch mal langsam besorgen, Eisenspeer. Mit dem kannst du nämlich besser die Bären tot machen. Eimer, einfache Tasche, der hat 87 einfache. Sind das die? Das war doch nicht der Damian, das in Theobald verkauft. Ist das? Ja, das war der Theobald. Alles klar, ich komme auch schon durcheinander. Der Theobald, natürlich, das ist auch der Mann von der Christelle da. Gut, alles klar. Gut, jetzt laufen wir wieder nach Hause. Oder wir laufen mal über Venezia zum Dagobert. Kaufen mal ein bisschen Dung. Genau, das werden wir machen. Wir haben jetzt genug eingenommen. Und wir werden auch noch mal ein paar Taschen bauen, ehe wir zum Unigost gehen. Da haben wir ja den Edwin, da haben wir die Ludo, die Jarok Niva, da haben wir einen Sobimir, den wir Zeug verkaufen können, und den werden wir auch noch mal ein paar Taschen andrehen. Ah, da können wir auch noch mal so. Wir wollen es nicht übertreiben, aber so 50, 60 Taschen kann man da noch mal mitnehmen. So, wir müssen sowieso nach Rolnica. Das werden wir im Sommer machen, wenn die schon mal ein paar Tierfutter gemacht haben. Ohne Tierfutter brauchen wir gar nicht anzufangen. Da verrecken uns vielleicht die Viecher. Nee, das können wir nicht. Die kosten den Haufen Schweine. Die Schweine kosten den Schweinegeld. Da müssen wir schon. So, da oben ist doch die Nizza. Da ist doch hier irgendwo, ist doch hier der Weg nach oben. Und an dem Weg findet man ja meist auch noch was. Da ist irgendwo noch mal. Wo ist denn der? Ne, der ist weiter drüben. Da muss ja, da geht ja auf die Tore zu. Hm? Hier ist er doch. Da ist er doch, der Weg. Da liegen nämlich auch irgendwann mal noch. Na, hier ist doch nicht der Weg. Wo ist denn der Weg jetzt hier? Irgendwo bin ich ja ein bisschen wirr im Kopf oder was? So weit drüben. Da ist er. Ist er doch so weit drüben. Schlafen wir mal ein Stück hier runter. Ich weiß nicht, ob das weiter unten oder weiter oben gelegen hat. Weiter oben wahrscheinlich. Da liegen auch öfters mal drei Stämme und da liegt auch noch eine Axt dabei. Aber es sieht hier mal nicht so aus, als ob hier was liegt. Ich glaube, das war immer hier, so eine freie Fläche. Und da drüben steht schon der erste Wolf. Seht ihr's? Schon haben wir ihn weg. Gut. Aufpassen, nicht, dass uns da gleich der nächste anknurrt hier.
Sieht nicht so aus. So, und dann gehen wir jetzt hier weiter. Jetzt kommen uns die Füchse hier entgegengelaufen. Die hauen wohl von Wolf ab, oder was? Nö. Hier ist ja die Stelle, wo wir gefällt haben, wie verrückt. Ach, du kriegst die Macken. Können wir auch erstmal aufräumen. Das müssen wir an die Seite legen. Das war doch die alte Quest, wo wir für neue Felder 20 Stämme, 20 Bäume ummachen mussten. Das Holz liegt alles noch da, na klasse. So, und jetzt legen wir das mal hier an den Baum. Na, ist doch schön, da können wir ja bei Gelegenheit was mitnehmen. Das haben wir ja umgemacht, dieses Holz. XEF, oder wir verkaufen es hier. Na, da räumen wir erst einmal auf. Das sieht ja hier aus. Das sieht ja hier aus. Da hat der Rasimir vielleicht rumgewütet hier. Ha. Das stimmt, das verschwindet nur. Verschwindet nur, wenn man so einen Baum fällt und nicht. Und, oder nee, das hieß doch immer, das war doch auch früher verschwunden. Da hieß es, die verschwinden nicht, wenn es sie aufgelesen hast und wieder hingeworfen hast. So, und die haben ja noch hier wild rumgelegen vom Holzfällen. Also, gut, da haben sie das geändert. Da verschwinden die nicht mehr. Das ist ja gut zu wissen. Ich habe wirklich gedacht, dass die hier jetzt verschwinden. Gut, das haben wir hier nämlich von den... Genau, das ist das von den 20 Bäumen, die wir fällen mussten. Da haben wir jetzt hier rumliegen, wie viel? Das waren mal 20, 40, 43 Rundholz. Ja, X, E, F. Können wir bei Gelegenheit mal mitnehmen. Jetzt bleiben die hier ewig liegen. So, noch mehr Stämme liegen, wie es aussieht, hier nicht drin. Dann gucken wir gleich mal aufs Feld. Ob da hier der Dagobert noch unterwegs ist. Entweder... Da ist er doch schon. Zeig mir deine Ware. Ich will Dung. Du hast gerade 64 mal Dung. Na gut, das nehme ich auch mit FEF. Dein Dinger kannst du behalten. Den brauche ich nicht. Ich mache mir Dinger selber. Gut, alles klar, mein Freund. Habe ich noch was ich dir verkaufen kann? Nö. Nö, verkaufe ich dir nicht. Nö. Nein, gut, alles klar. Leb wohl. So, da können wir bei Gelegenheit mal, wenn wir Holz brauchen, hier runterflitzen. Und Rundhölzer rollen. 43 Stück. Ne, hier liegt auch noch eins. Den Stamm nehmen wir mit, den können wir mitnehmen. So, jetzt ist aber alles aufgehoben hier. Und alles weggeräumt. Hier steht auch noch was. Hier steht auch noch ein Stamm. Seht ihr das hier? Ein Rundholz, eine Birkenrundholz stand hier noch rum. Dann lassen wir noch mal unsere Blicke schweifen hier. Ne, jetzt ist aber alles weg. Gut, jetzt liegt nichts mehr rum. So. Da können wir jetzt hier oben gleich noch mal schauen, ob wir mal noch auch Schweine schießen können. Wir bewaffnen uns schon mal mit unseren Bogen wieder.
Mosel nehme ich jetzt gerne mit. Nö. Aber Wildschwein, mir gelistet nach Wildschweinbraten. Da müssen wir uns ein Wildschwein schießen. Ich habe Hunger und könnte wie Obelix ein Wildschwein verdrücken. Also suchen wir uns mal ein Wildschwein. Ah ja. Da hinten ist schon das erste. Oh! Hier ist auch noch eins. So, jetzt haben wir schon das zweite abgeschossen. Und das dritte muss hier irgendwo. Hier ist er doch, der alle Keiler. Dritten, so. Können wir drei Wildschweine auseinandernehmen hier. Die haben alle drei hier rumgestanden. Aufpassen nicht, dass noch ein viertes hier um die Ecke kommt. Nee, sieht nicht so aus. Gut, Wildschweinbraten. Ein Wildschwein für Obelix. Gut. Haben wir einen neuen Bogen gleich eingeschossen. Gut. Jetzt esse ich erstmal noch. Ich kann es doch erlauben. So. Ich habe doch noch einmal Fleisch mit Soße. Die Karotte, die verdrücke ich jetzt noch. F und einmal Fleisch mit Soße. Uhr 27, na ja, ist doch schön. Ach, unsere Bäume blühen richtig schön. Seht doch das. Ha. Wir haben hier offensichtlich keinen Dünger. Seht doch das. Das ist fertig. Hier fällt, naja, wir müssen mal gut, dass man noch welches. Noch Bildung mitbringen. Verdorben haben wir nichts mehr. Wir müssen sehen, sonst können die Felder nicht bestellen. Ne, wir machen den gleich mal selber. Wir gehen hier rein und machen den Dung gleich mit dem Dünger gleich mal selber. REF 32 mit Dünger geht ratzfatz. Da lohnt sich das Wegschalten gar nicht. Und das schaffen wir in dem ins Ressourcenlager und dann beenden wir sowieso den heutigen Tag und die Folge. So, nächsten Tag müssen wir aber wirklich, nur gut, dass wir vier Tage haben, müssen wir wirklich zum Unigost. Müssen gleich mal schauen nochmal, ob wir nochmal eingreifen müssen und noch was kochen müssen. Aber außer gebratenem Fleisch kann man ja nichts weiter machen. So, gut. Aber dazu haben wir jetzt ja noch mal, ich sage, wie spät haben wir es? 19.16 Uhr, gute 3 Stunden. Da kann ich noch mal 120 Stück Fleisch braten. Also wenn ich euch verabschiedet habe, dann werde ich noch mal Fleisch braten, denke ich mir. Denn das kriegen wir sowieso nicht hin, denke ich mir. Wo kommt denn der eiserne Speer her? Da hab ich, ach, den habe ich ja auch irgendwo gekriegt. Alles klar. So, jetzt räumen wir erstmal aus. Und dann muss ich mich auch erstmal ausziehen. So, das Rundholz. So, die Pelze. Das Leder. Den Dünger. Haben wir irgendwelchen Dünger noch hier drin?
32, die haben keine Dinger mehr. Wir haben auch nichts Verdorbenes mehr. Das ist es ja. So, gut, den Teller räumen wir raus. Gut, alles andere nehme ich mit in meine Hütte. Schauen wir mal rein. Jetzt haben wir noch einmal Fleisch mit Soße. 113 mal gebraten Fleisch. Aber das haben die dann morgen sowieso ratzfatz weggefressen. Entschuldigung, aber es ist so. So, 11 Karotten haben wir noch. Da können wir noch höchstens 5 Suppen können wir noch kochen. 5 Eintöpfe. Nehmen wir mit. FEF, die nehmen wir mit. Dann brauchen wir 10 mal Fleisch. Und wir nehmen ja sowieso Fleisch mit hier. Alles klar. Was haben wir noch an Zwiebeln? 2 Zwiebeln nützt uns nichts. Gut, wir nehmen jetzt mal Fleisch. F, was ich nicht schaffe, das schaffe ich zurück. 160 mal Fleisch mit. Alles klar. Holen wir jetzt noch 5 Schälchen im Ressourcenlager und werde als erstes die Suppen kochen und dann nochmal gebratenes Fleisch. Das ist, naja, die Pelzschuhe, habe ich die überhaupt verkauft? Die habe ich auch noch dabei. Die kann ich ja auch verkaufen, wenn ich nach Gostorbia gehe. Die nehmen wir gleich noch mit, ja, F, E, F. So, 15 Schälchen, hier nehmen wir mit, die 100, nee, hier davon nehmen wir welche. F, 5, akzeptieren, gut, jetzt gehen wir hin an unsere Boot und den erstmal unsere Suppen kochen und dann machen wir gebraten Fleisch. Feuer machen. Hallo Malvina. Wie geht's unserem kleinen Königreich? Handwerksmaterialien. Es gibt nicht genug Handwerksmaterial im Dorf. Alles klar. So, gut. Jetzt kochen wir erstmal diese Suppen. R, E, E. Die Suppen. R, E, F. R, E. So, die 5 Suppen und dann mache ich noch gebraten Fleisch und wir sehen uns dann nächsten Tag wieder und da geht's sowas von schnurstracks nach Gostorbia. Aber vorher bauen wir noch ein paar Taschen, die wir auch nochmal verkaufen. Alles klar, meine Freunde, ich sag dann mal tschüss. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm einen Daumen hoch, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr kein weiteres verpasst.